Shalom Aleichem, wir reden heute über Ethika Yehudit, also jüdischen Ethik. Die Torah gibt eine große Betonung, dass wir hier in diese Olam, in diese Welt, sollen Ethika haben in die Gesellschaft. So wie es steht geschrieben in die Torah, dritte Buch Moshe, Ve'ahavta le'reacha kamocha. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Oder Hillel sagt das in seine Wörter, was du nicht willst, soll man dir antun, so tu es auch nicht dem anderen. Warum? Weil der Adam im Judentum hat zwei Bedeutungen. Wenn man sagt Adam, bedeutet ein Mensch. Wenn man sagt Adam, nennt man Adam und Chava. Okay, es ist Milra und Milel. Wenn man sagt Adam, das ist ein Mensch. Wenn man sagt Adam, mit Betonung auf dem Aleph, heißt der ersten Adam. Okay? Also, alle Menschen, a Mann, a Frau, a Jid, a Goy, unter jedem Dach gibt demselben Ach, unter jedem a Jid und ein Goy, alle schreien demselben Oi. Also so hat man uns beigebracht als kleine Kinder. Alle Menschen sind im Prinzip in Grundlage, was betrifft Hashem, alle sind gleich. Und es steht geschrieben, Bezelem Elokim, Asayet Adam, in Ebenbild Gottes hat er den Mensch geschafft. Deshalb spielt keine Rolle, du siehst auf dem einen, jemand ist gefallen, du fragst nicht, ob er ist Chineser, Französer, Ayid, Agoy, ein Pakistaner, ein Muslimer, ein Mohammedaner, spielt keine Rolle. Du musst gleich springen, wenn du kannst schwimmen, oder wenn es Schabbes, du musst gleich anrufen, Feuerwehr, Polizei, Notdienst, alles tun, um einen Mensch zu retten. Okay. Steht in Talmud geschrieben, dass einmal kam nach Israel in die Zeit von Hillel ein Romai, einer, der hat viel Zorres die Juden gemacht. Und sein Schiff ist kaputt gegangen und er ist gekommen nackt auf den Strand. Und manche Leute waren so ein bisschen zufrieden. Aber es war ein Zadik, sein Name war Rabbi Elazar ben Shamua. Ist er zu ihm gegangen und hat ihm gleich gegeben Kleider und Essen und einen Trunk und ein alles. Und später es hat ihm sogar gelohnt. Hat diese Portemonnaie, was meine Frau hat gestern gefunden, war eine Student. Der Arme kam gestern Abend so froh, hat sie gefunden, seine Nummer, alle Papiere, alle Akten. Seine Mitzwe spielt keine Rolle, wer ist der Mensch. Wir leben in einem selben Schiff und wenn einer macht Loch in dieses Schiff, die ganze Schiff geht kaputt. Und wenn einer achtet, dass dieses Schiff soll sauber sein, wir fahren alle in ein angenehmes Schiff, die nicht stinkt. Also ein Mensch soll nicht denken, ich mache, was ich will und nach mir die Sintflut. Ich gehe in den Ostpark und ich verkeckle den Park. Nein, nach jedem Schabbes gibt es Schabbesausgang. Nach jedem Problem, du bezahlst die Quittung. Also deshalb gibt es im Judentum sehr viele Regeln. Man darf niemanden umbringen, man darf helfen, Fremde, Waise, Witwe, Unterdrückten. In andere Wörter, die schlimmste Sache im Judentum ist Gleichgültigkeit und Ignoranz. Ein Mensch, immer wenn er sieht, irgendeinen Bedarf von Hilfe, soll er nicht schließen die Augen. Heute du, morgen ich. Heute ich, morgen du. Wir sind eine von dem anderen da. Heute Morgen hat die Gruppe von meinen Freunden gesammelt Geld zu einer Bar Mitzwa von einem Kind, der hat keine Papa. Und von einer Gruppe von Schule, vor 30 Jahren, von 65 Freunden, haben sich nur 6 gemeldet. Habe ich gemacht eine Message. Sagt, hey Leute, sag mal, wenn der Papa war tot, 65 haben geschrieben, oi, 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 schade, Baruch Dayan Ahmed, ah, wie schrecklich. Beim Wörter sind alle Bombe. Jemand hat euch gebeten, $1 Million, gib 18 Shekel. Was ist 18 Shekel? 5 Euro, 6 Euro. Wenn 65 geben 18 Shekel, ist viel Geld. Dann hat der Junge das tolle Bar Mitzvah. Was geht? Also ich habe alle so gepusht. Warum? Weil die Menschen haben viel Joch, viel Probleme. Trotzdem, die jüdische Ethik sagt, dass wir in dieser Welt müssen alles tun.
Wir dürfen nicht Leute versklaven. Wir dürfen nicht behinderte Leute vernachteiligen. Blinder, Täuber, Behinderte. Wir müssen die Leute haben. Genauso wie es gibt Ethik in der Gesellschaft, gibt es im Judentum Ethika in Medizin. Also das Leben ist sehr, sehr wichtig und soll man Menschen nicht töten oder Schmonzes machen, ungesunde Sachen. Und genauso gibt es auch Ethika in Geschäften. Soll alles, soll die Gewicht, soll sein anständig, soll sein Kontrolle, soll sein alles in Ordnung. Verstanden? Also Ethika bedeutet, wir leben alle gemeinsam. Und wir brauchen die gute Regierung, gute Gesellschaft, gute Gesetze und guter Gott. Wir brauchen alles, alle beides in dieser Welt. Jeder braucht den anderen. Und ich sage immer auch die Leute im Altenheim, bedanke euch für die Polizei, für die Feuerwehr, für die Spital, für die Straße, für die Ampel, für alles. Verstehst? Ja. Es gibt Länder, wo die letzte Sache, was man machen will, ist die Polizei zu rufen. Das heißt, die Welt ist kaputt. In Deutschland bei jeden Kleinigkeiten, ich rufe die Polizei. Das Gott sei Dank, sei froh. Das heißt, es gibt, steht geschrieben, und damit schließe ich, bete für das Wohl der Regierung, werde sie nicht stark, werde einer dem anderen lebendig anschlingen. Die Menschen wird jeder anderes schrecklich tun. Gott sei Dank gibt es Regeln, gibt es Gesetze, muss man achten. Und diese Ethik ist sehr, sehr wichtig und muss man achten. Schkoich.